Guten Tag! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Systeria. Mann, erstmal alles richten hier wieder. So. Oh, hier ist voll die coole Musik. Ihr seht schon wieder die GEMA-Rechte hier. Und natürlich kann ich da nicht durch. Wir wollten jetzt in dieser Folge, weil wir in der letzten Folge was über die Medusas erfahren haben, über die Forton-Schwestern. Ich denke mal, wir müssen dorthin. Aber natürlich, wenn ich mich hier hingeportet habe, ist da ein Ausrufezeichen. Und die Musik ist gerade sehr laut. Ich verstehe kein Wort. Ich höre mich selber nicht. Oh Mann, das ist herbe teuer, glaube ich. Erstmal zu dem Ausrufezeichen. Boah, 4000 Gold hat das, glaube ich, gekostet. Und wie, ich kann da jetzt nicht hin. Doch. Und dann bin ich mal gespannt. Die Musik ist cool. Aha, was ist hier los? Oh, Entschuldigung. Oh, Shepard. What brings you all the way out here? I'd ask the same. Is something the matter out here? We are part of the joint border guard between Highland and Rowlands. But we spotted a village that's not on the map. We were about to go investigate. Would it be all right if we handled the investigation instead? Good call. If it turns out those two are actually back. I'm not sure I take your meaning. There's a high chance you might encounter danger there that only the Shepherd could handle. But... Please. I'm worried for everyone. Understood. Ernsthaft, dafür bin ich jetzt da hochgegangen? Achso, das kann natürlich auch das Dorf da sein, aber was ist dann das für eine Ruine? Dann müssen wir da auch auf jeden Fall hin. Ich gehe dann, ne komm, gehen wir mal da hin. Das kann echt da oben, dieses Gedöns da sein. Da frage ich mich aber echt, was das ist. Gut, dann gehen wir mal da hoch. Dann war das Ausrufezeichen wohl gar nicht so verkehrt. Hau bloß ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Jo, hier ist der Speicherpunkt. Oh Mann, ja das... Oh, jetzt kommen ja auch noch Untote. Level 50, das geht noch. Aber was für Schwäche, Feuer. Oh. Oh Mann, ey. Diese Untoten sind so nervig, ey. Na komm. Oh Mann, wie viel hält er denn aus, Alter, Mann? Wir sind Level 50, verdammte Axt, ey. Oh, da ist noch einer von denen, ey. Ich wollte nur... Ach so. Oh komm, Alter. Das haut auch noch ab, Mann, ey. Jetzt ist natürlich der Pen auch noch hinter uns her, ey. Meine Güte, ey. Nie hat man hier seine Ruhe. Ja, natürlich. Achso, der Shepard ist fast, ja doch, der Shepard ist fast tot, der Hirte ist okay. Sind ja nur Level 50, das sind richtig schwache Wesen, ich weiß nicht, warum die da gerade so Probleme haben, das ist unglaublich. Soft Eyes, so. Speichern. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Natürlich. There's something there. And there's two of them. Ja, Bärwaffel. Aber wenn wir gegen die kämpfen müssen, dann habe ich gegen die beide gleichzeitig kämpfen müssen. Dann kann ich sagen, das packen wir nicht. Dann müsste ich die Umrüstung umstellen in, gegen Versteinerung, sonst hat das keinen Sinn. Ach du Scheiße, Tatsache, ey.
Gegen beide auch noch, ey. Hold, focus on defense! Yeah. They're both right here, in this village! So they are the Cardinal Sisters. We can't beat them if we can't stand against petrification. Ja, genau, ja. Hä? Nee, gegen zwei, das ist unmöglich. Okay. Da verschwende ich jetzt auch keine Items für. Das können wir getrost lassen. Das gehen wir dann in einer anderen Folge an, weil ich habe jetzt keine Lust, die Ausrüstung umzuändern. Datenladen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was das noch mit der Höhle da auf sich hat. Oder was das auch immer sein mag. Reise zum Speicherpunkt, Level. Achso, jetzt. Ernsthaft? Warum geht das jetzt nicht? Das ist unglaublich, Alter. Unglaublich. Oh, nee, das ist, die geben keine EP, kein Geld, das ist Zeitverschwendung. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ernsthaft? Oh Mann, Alter. Komm, verpiss dich. Ah, es ist so lächerlich, Mann, Alter. Ich werde schon wieder zu viel des Guten hier. Oh Mann, ey. Weiß nein, ey. So. Ernsthaft? Hier drin? Es war kein Zeichen da. Mann, Alter. Jetzt wäre ich richtig hart getrollt gerade. Ohne Scheiß. Meine Güte, Alter. Man kann es doch übertreiben. Reise zum Speicherpunkt, so. Echt, also ich finde, man kann das auch wirklich übertreiben. Das sind so Kleinigkeiten, die mich immer aufregen. Das häuft sich dann immer. So, dann gehen wir mal zu dieser Ruine da. Schlimm ist, den kann man auch nicht entkommen einfach. Das ist dies. Noch einer von denen. Meine Güte, Alter. So, ein Speicherpunkt. Ah, ein Schmelztiegel oder ist das eine normale Ruine? Pferdchen! Verwilderte Pferde. Streuner auf dem Schlachtfeld. This area isn't supposed to have any wild horses. It's not? Yeah. The sparrow feathers pass through here all the time, but I've never seen any before. Couldn't they be former war horses? Oh, there you go. That explains it. They must have gotten separated. Stupid armies, clean up after yourselves at least. I wonder which country's horses they are. Who knows? Might be both. Making their peace as fellow strays? Would that surprise you? It's not like the horses have any reason to fight. Just like people, horses too run from the terrors of war. Technically, they gallop. Are they okay to live like that? Why not? The malevolence of the battlefield is long gone. The main danger is past. The main danger, you mean? No, Domäne? No, I do not. Domäne. Okay, kein Schmelztiegel. Wo sind wir hier gelandet? Überreste vom Mercio. Level 36 nur. Get him! Hang on, everyone! Tiger Blade! Get your blade!
Oh Mann, das sind so viele. I want to become stronger as a soul. Was ist hier? Ist das jetzt einfach nur Troll? Das ist Tatsache, das ist einfach nur Troll, ey. Was ist das für ein geheimer Ort? Aha, aha, aha. Eine Truhe, eine Truhe. Und ganz viele Särge. Nö, gegen euch will ich jetzt nicht kämpfen. So. Ich denke mal, hier wird wieder ein starkes Hellion sein. Aber ich habe immer Angst, wenn wir halt in... Aha. Schleimwurzel. Level 59? Das ist aber ein gewaltiger Unterschied jetzt wieder, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, ich weiß auch, was für ein Hellion wir hier antreffen werden. Wenn jetzt hier die ganzen Schleimviecher sind. Oh je, ich hasse Schleim. Ich hasse alle Flüssigkeiten. Und ich spreche hier nicht nur von zähflüssigem Zeug. Flüssigkeiten im Allgemeinen sind eklig. Warum denkst du, habe ich immer einen Regenschirm bei mir? Ja, oh, Level 59. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Könnten sogar gefährlich werden. Aua. Ach scheiße, das ist ja sogar ein gefährliches Treffen. Okay. Division? Boah, was? 2461 Gold? Das ist natürlich nice. Jetzt will ich mal gucken. Sind die auch Level 59 jetzt? Ne, 54. Waren die jetzt nur ein bisschen höher, weil wir einen gefährlichen Kampf hatten, glaube ich. Das wollt ihr eigentlich nur austesten. Gut, aber Game viel Galt, habe ich gesehen, finde ich. Noch so ein roter Pömpel. Klumpen, irgendwas. Ja, jetzt ist die Frage, wo lang gehen wir? Gehen wir da lang? Oder hier lang? Erstmal da reingucken. Na, natürlich ist hier nichts. Das Gute an den Schleim, boah, die kann man auch alle gut auf eine Stelle luren, ey. Aber ich glaube, das könnte auch ein Todesurteil werden. Aber da könnte man vielleicht Galt farmen, vielleicht noch ein bisschen. Oh, Backe. Ja, und wie gesagt, ich denke, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich gleich auf ein Hellion treffen, das ein riesen Schleimklumpen ist. Also, könnt ihr mir gut vorstellen. Aha. Sanduhr und Traumgummi. Oh. Da fällt mir ein. Ja. Könnte ein schwerer Kampf werden. Wir haben kaum noch Items und ich weiß nicht, was für ein Level der ist.
Aber wir können es ja mal ausprobieren. Okay, ein Rührkuchen. Boah, ich habe auch so Hunger. Ich habe noch nichts gegessen, ne? Ich bin jetzt schon wieder 14 oder 15 Stunden wach. Das ist nicht gesund. Einzige, wovon ich mich ernährt habe heute, ist Kaffee. Ah, stimmt gar nicht. Ich hatte einen Toast. Ja, oh, ein Speicherpunkt. Ja, erst will ich da rein. Vielleicht ist hier ja noch was. Nee. Ah, wieder umsonst. Oh, ich bin so aufgeregt. Speichern. Sonst ist hier nichts. Aha. Da ist er. Ich hab's gewusst. Was haben wir hier? Wieder nur ein Troll? Wasser? Nein! Oh, ich dachte schon, wir wurden jetzt weggeportet. Klebriges Zeug. Ja, genau das wollen wir aus so einer goldenen Truhe haben. Wunderbar. Das war das Abenteuer, war es wert. Das war es echt wert. Und zack, hier gehen wir auch noch rein. Oh. Monokel. Dekoration. Monokel. So. Aber ich weiß, das war ja ein bisschen blöd. Ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Ich speichere kurz ab. Da, falls wir verlieren, sonst immer wieder die ganzen Truhen neu einsammeln müssen. Und das wäre auch... Ich gehe nicht davon aus, dass wir verlieren. Aber man muss immer auf Nummer sicher gehen. Und sonst wäre das vielleicht Zeitverschwendung. So. Wir können rein theoretisch uns noch zurückporten und ein paar Tränke holen. Aber das wäre ja langweilig. Okay, dann wollen wir mal. Menschenfresser. Level 64, krass. Anfällig körperlich. Menschenfresser. Der steht bestimmt auf süße Jungs. Nun ja, da wird wohl nicht mal Abwehren viel bringen. Ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn er sich eher wie ein pflanzenfressendes Meeressäugetier verhalten würde. Wie eine Seekuh oder so. Okay, oh. Das fängt ja gut an. Ach du Kacke, die ist sofort gestorben. Oh Mann, die kassieren richtig. Vielleicht. Boah, wenn das Ding wirbelt, das zieht ja viel ab. Oh Mann. Es verfolgt mich einfach. Es ist zwar langsam so, aber vielleicht effektiv. Wie gesagt, ich weiß, das könnte jetzt langweilig aussehen, aber die Methode scheint gerade effektiv zu sein. Hoffe ich nur, dass das Viech nicht ausrasten wird. Nicht kämpfen!
Du bist auf Abwehr getrimmt. Focus on defense. Yeah, I heard you. Blistering bangs. Open the way forward. Ha ha. Open the floodgates. Bubble arrow. Bubble arrow. Blue flurry. Here it goes. Blows. Get back. Oh. Aim and fire. Here it goes. Rose. Here are the bangs. They're in circle. Aim and fire. Blistering bangs. Nein, nein, nicht. Manchmal rennt einfach dahin dann. Okay, jetzt müsste ich probieren, eine Combo zu machen. Okay, hoffentlich reicht das. Nein, er lebt immer noch. Blistering Fangs. Blistering Fangs. Open the floodgates. Bubble arrow. Saints arrow. Krass. Okay. Burst. Board of water. Noch einmal. The vortex swallows you. Aqualimit. Jetzt aber. Wunderbar. Ui, 16.000 Gold. 4.715 Erfahrung. Genau das wollte ich sehen. Yes! Wunderbar. Na gut, dann haben wir das auch geschafft. So kann man das auch erledigen. Nun werde ich mich einmal kurz nach Reise zum Speicherpunkt Logrin. So. Nämlich kurz Lehm und sowas kaufen. Beziehungsweise Items, die Lehm auffüllen. Zack, 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 zack. Üd, davon direkt alles. Hiervon auch. Extrinisches. Oh, oh, was ist denn hier los? Kaufen? Nein. Sind einige neue Items wieder dazugekommen? Trank des Lebens brauchen wir auch auf jeden Fall. Ups. Dann den hier nochmal benutzen. Denn ich bin dabei, auch ein bisschen die Sachen hier zu leveln. Frittierter Skorpion. Galbronus, den nehmen wir. So it's finally Aha. over. What an incredible finishing blow. I could feel the determination just resonating. Rose didn't stop Saray this time. Huh? Did she stop him before? Yeah. Rose was the one who killed the Cardinal when we couldn't purify her. Saray's job is to give life. Mine is to take it. That's what she said. That's so like her. It's not like we wanted her to resort to such means, of course. But why wouldn't she stop him this time? Saray found his answer. Rose wanted to give him strength. So, if you think about it that way, nothing's really changed. Oh. You're right. Rose may be more considerate towards Saray than we realize. Yeah, but you'll never know until you ask. There's no need to ask. I believe her. If you say so. Oh, erstmal schlafen. Dann machen wir uns auf den Weg nach Elysia, würde ich sagen. Gute Elysia. Und dort werde ich dann abspeichern und dann die Folge beenden. Und in der nächsten Folge, denn ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, ob da viel Story kommen wird, werden wir zu dem Alten gehen, beziehungsweise Eingang, zu dem Opa von Miklio und Saray.
und schauen, was es auf und noch kommt. Ich hoffe, dass es dann nicht zu Ende ist, weil wir noch ins Cats-Ding wollen. Aber für das Cats-Ding brauchen wir den Opa. Und ich hoffe, dass das alles so stimmt, wie ich es geplant habe. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht den Opa. Ich weiß es echt nicht. Könnte natürlich ein kleiner Fehler sein. Kann ja vorsichtshalber hier auch nochmal abspeichern. So. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Leider haben wir das mit den zwei Medusas nicht gepackt. Dazu muss ich dann nochmal die Ausrüstung umändern, damit wir nicht von den Attacken versteinert werden. Aber dann dürften die eigentlich kein Thema mehr sein. Also für jeden nochmal, der die besiegen will, dass die eigentlich sind so einfach. Man muss nur halt im Ausrüstungsmenü, zack, eine vernünftige Reihe haben. Ich weiß jetzt nicht welche, ich weiß nicht, ob egal welche ist, ob so oder so. Und ja, dass die Fähigkeit gegen Versteinerung schützt und dann werden die keine Probleme mehr sein. Einzeln ist noch möglich, immer auszuweichen, aber zwei, das ist, glaube ich, zu heftig. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dabei sind, den Opa zu retten oder zur Seite zu stehen. Wir wissen ja gar nicht, ob der wirklich in Gefahr ist. Wird er wohl sein. Dennoch, bis dann.